Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Madden NFL 15 und heute geht's um die Wurst, Leute. Wir sind in den Playoffs und es geht ran gegen unseren Hassgegner, die Baltimore Ravens. Yeah, Leute, das wird ein spannendes Spiel, das versichere ich euch jetzt schon. Das war's bis jetzt immer und ich denke, das wird sich auch dieses Mal nicht ändern, besonders jetzt, wo es eben um, ja, die Playoffs geht. Baltimore Ravens. Ja, ich würde sagen, wir wissen, dass sie besonders stark sind, was Pässe abfangen angeht. Also denke ich mal, werde ich dieses Mal den einen oder anderen Spielzug mehr laufen lassen. Den guten Monty Ball. Und schauen, wie weit wir damit kommen. Und ansonsten, ja. Wie kann man sich sonst noch auf so einen Gegner vorbereiten? Ich weiß es nicht. Versuchen besser aufzupassen, was die Pässe angeht und die freien Spieler. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Steve Smith Senior. Ja, ein guter Right Receiver. Aber unser ist besser. Demaryius Thomas. 9 Touchdowns. Schade, wir konnten die Zahl nicht lesen. Aber ich glaube, es waren 1200 Yards. So um den Dreh. So, und wir bekommen den Kickoff ab von Tucker. Justin Tucker, der Nummer 9 hier, der Baltimore Ravens. Und ihr hört es vielleicht leise im Hintergrund. We will rock you from Queen. So, es geht los. Ich denke mal, es war ein, wie heißt das, Backdown? Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. So, Inside Zone. Und da fangen wir auch schon an. Wir schicken Monty Ball das erste Mal auf Eisen. Go, Monty! Schön durchgelaufen und jetzt einige Yards geholt. Sehr schön gemacht. Bis die 92 kam. Massiger Bulle. Und ihn da so ein bisschen aufhält. Ja. Aber nichtsdestotrotz, 5 Yards haben wir geholt. Und wir versuchen das Ganze gleich nochmal. Diesmal mit unserer altbewährten Zero-One-Trap. Und er kommt durch. Er kommt durch und holt sich hier den First Down, Freunde. Er hat ihn geholt. Sehr schön. Gut gemacht, Monty. Ja, und ich würde sagen, sie haben Probleme mit Laufspielzügen. So wie ich gehofft habe. Meine Theorie geht so ein bisschen auf. HB Dive. Schauen wir mal, wie weit er diesmal kommt. Es wird natürlich nicht lange dauern, da werden sie sich drauf einstellen, aber das war es definitiv noch nicht. Also noch haben sie sich nicht darauf eingestellt. Monty Burrow holt sich hier gleich den ersten, beziehungsweise im ersten Versuch, den nächsten First Down. So muss es laufen, Leute. Und jetzt sollen wir doch endlich mal einen Laufspielzug machen, sagt er. Und wir versuchen es hier mit einem Inside Cross. Versuchen es natürlich dann Ball leichter zu machen. Und jetzt müssen wir auf den Spieler mit dem C achten. Geht er nach hinten, werfen wir auf Thomas. Geht er nach vorne, werfen wir auf Thomas. Einfaches System. Und sehr schön. Ein paar Yards gut gemacht, definitiv. 6 Yards. Das war doch ganz ordentlich. Ja, bis jetzt läuft alles nach Plan. So muss es sein, Freunde. So soll es sein. Und ich bin froh darüber. Ja, und es ist HP Counter. Versuchen wir es mal mit einem Counter. Zweite und Medium. Ja, komm, Leute, wir versuchen es mit dem HP Counter. Was haben wir großartig zu verlieren? Und es scheint zu funktionieren. Wir holen uns hier noch mal ein paar Yards. Und jetzt sind jetzt beim 3. und 2. Wir sind beim 3. und 2. Was machen wir jetzt? Ich hätte gern wieder so einen Inside Zone. Weil die relativ gut klappen. Und ihr hört schon, die Fans schreien hier nach Defense. Uns rennt so ein bisschen die Zeit davon. Da haben wir ihn. Inside Cross. So. 2 Yards, das müsste machbar sein. Und genauso ist es. Thomas wieder holt sich hier den First Down. Sehr schön.
Ja, langsam aber sicher kommen wir voran. Nähern uns immer mehr der Red Zone, beziehungsweise dann letztendlich auch der Endzone. So, Call Flats, nein, wir versuchen es mit einem Drive Corner. Und so, und das wird jetzt der erste riskante Pass sein, den wir hier spielen, aber gut. Vielleicht auch nicht. Wunderschön gesehen hier die 28, wie sie frei ist. Ohne großes Risiko hier 8 Yards gut gemacht. Und so muss es sein. Strong Power kommt. Strong Power ist immer so eine Sache. Mal klappt sie wunderbar, mal klappt sie überhaupt nicht. Geht daran, wie gut unsere Leute ihn durchlassen. Und sie lassen ihn eigentlich überhaupt nicht durch. Aber dann doch irgendwie finden sie einen Weg. Wir machen hier minus 2 Yards. Und es wird Zeit. Wieder für einen Inside Cross. Hm, ich weiß nicht. Inside Cross, ja, nein, vielleicht. Ich mag Kekse. Quicksands. Versuchen wir es mit einem Quicksands. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Inside Cross, Inside Cross. Wir versuchen es mit einem Inside Cross, Freunde. Wir versuchen es wieder einmal mit einem Inside Cross. Dieses Mal aber umgekehrt. Und der Pass geht auf Sanders und der... Was macht er denn? Kriegt den Ball in den Rücken. Und wir riskieren es natürlich nicht. Den Fehler mache ich nicht normal. Nein, wir versuchen es hier lieber mit dem Field Goal. Chris Prater, 48 Yards, ist eigentlich machbar für ihn. Der Kick sieht gut aus. Ja, auf jeden Fall. Und damit gehen wir 3:0 in Führung. Ein kleiner, aber feiner Anfang. Mal sehen, was Baltimore schafft. Und Baltimore schafft überhaupt nichts. Sehr zu meiner Freunde. Und ja, wir kommen relativ früh auch schon wieder im Ballbesitz. Wichtig für uns. Oh, diesmal sieht es richtig gut aus. Diesmal sieht es richtig gut aus. Monty Ball. Monty Ball holt den First Down. 47 Yards in 5 Rushes. Sprich, wir haben ihn 5-mal auf die Reise geschickt. Und dabei hat er 47 Yards geholt. Und das ist natürlich richtig, richtig schön. Inside Zone. Zone Weak. Versuchen wir es damit. Im Durchschnitt 5,3 Yards geholt. Unser Ball schafft mehr. Komm schon. Nee, auch er schafft nicht mehr. 3 Yards, glaube ich, waren es nur. Ja, richtig. 3 Yards waren es. Aber gut. Spacing. Spacing ist eigentlich immer eine feine Sache. Obwohl mir dieses Spacing gänzlich unbekannt ist. Aber naja. Oh, schön gemacht. Schön ins Ausgeschoben. Und da haben wir deutlich ein Yards verloren. Und er empfiehlt uns den Bronco an da. Na komm. Groß die Möglichkeit haben wir hier nicht mehr. Na, komm, schaff das noch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er es noch geschafft hat oder eben nicht. Nein, 4. und 1. Ah, wie ärgerlich. Wie ärgerlich, Freunde. 50 Yards. Auch das müsste er eigentlich schaffen. Oder hat er auf jeden Fall schon geschafft. Und wenn er so schießt wie beim letzten Mal, dann ist alles möglich. So, Konzentration, Chris. Der Ball kommt und der Schuss geht rein. Sehr schön. Field Goal Nummer 2 hier für Mr. Prater. 50 Yards. Ordentlich. So, was macht Baltimore? Baltimore macht wieder überhaupt nichts. Sehr schön. Freunde, was ist denn los hier? Das läuft ja. Das läuft ja richtig gut. So, Ball. Ja, sehr schön. Hat hier gut Yards geholt. Ich denke mal, um die 8 Yards werden es gewesen sein. Ja, genau. Es waren 8 Yards. PA deep in. Schauen wir mal. Oh, aber es ist wahrscheinlich besser als eine Interception. Unser erster Fehlpass hier am heutigen Abend. Puh. Konzentration. Ich glaube, aus dieser Entfernung schafft er nämlich kein Field Goal. Das heißt, wir müssten punten. Ah, er hat den Ball gefangen. Er hält ihn fest. Wunderbar. Und wir holen uns hier das Timeout.
Ganz einfach, weil die Zeit so gut wie abgelaufen ist. So, Freunde. 45 Yards sind noch viel zu weit entfernt. Oh, und da wurde er nicht. Sehr schön. Da wurde er nicht. Komm, Offside. Sehr schön. Ja, und ich denke mal, sie versuchen es mit dem Field Goal. Und auch das war complete. Das heißt, wir führen hier wirklich schon 9:0. Und das ist unglaublich. Ich habe so oft Probleme gehabt, aber dieses Mal... Ja, mache ich es anscheinend wesentlich besser mit dieser Mischung aus Laufspielzügen und Pässen. Ah, und der nächste Pass wieder complete hinter dem... Ja, er hat den... Oder? Ne, er hat den Ball verloren. Schade. Er hat den Pass verloren. Zone weak. So, wir versuchen es nochmal. Obwohl, ja gut, beim letzten Mal hat es nicht so gut geklappt. Kann ich hier noch ein bisschen was verändern? Ich hätte gerne... Na gut, dann nicht. Ah, sieht man, diesmal sieht es besser aus und er holt sich hier noch ein paar zusätzliche Yards. Richtig gut gemacht. Wir sind beim 3. und 1. HB Dive auf rechts. Und er braucht hier nur ein Yard zu holen. Also es sollte doch drin sein. Und. Ja, natürlich ist der drin. Sehr schön. First down. Aber man sieht natürlich auch die Abwehr von Baltimore. Auch die muss man hier wirklich lobenswert anerkennen, denn einen Touchdown geschafft haben wir noch nicht. Also von daher machen auch sie eigentlich ihre Sache ordentlich. Und ja, gegen einen Field Goal kann man da nicht allzu viel machen letztendlich. Oh, schön gemacht. Aber da ist einer frei und ja, der hält unseren Ball auf. 2. und 10 immer noch. Haben also hier keinen Yard geholt. So, 0-1 Trap. Ich glaube, beim letzten Mal hat er damit einen First Down geholt. Und auch das soll er jetzt natürlich wieder machen. Mal sehen. Ein Safety ist dazugekommen. Ärgerlich. Aber kein Problem hier. Guckt euch das an. Ball schlüpft hier durch die Abwehr, als wäre es nichts. Und ich denke, das hier wird heute definitiv unser Spieler des Tages. Erster und 10. Wir versuchen es mit dem Slants. Ah, und diesmal hält er den Ball fest. Sehr schön. Julius Thomas hier. Schön gemacht. 9 von 11. Ja, viele Yards holen wir natürlich heute nicht, aber das ist mir im Grunde genommen relativ egal, solange unsere Mannschaft gewinnt, Freunde. Und das sieht momentan ganz danach aus. Und es sind die Playoffs. Also wir sind hier, glaube ich, im Achtelfinale, im Viertelfinale. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber das werden wir dann sicher nach dem Spiel noch anschauen können. Denn dann werde ich euch zeigen, was mit den anderen Mannschaften ist. Welche andere Mannschaften noch drin sind. So viel Zeit nehme ich mir jetzt heute einfach mal. Und wieder Monty Ball. Wunderschön gemacht. Und da ist der nächste First Down. Sehr geil. Zone Weak, Cross Track. Versuchen wir es mal, wir sind mal mutig. Oh, und er holt sich den Ball. Er hat sich den Ball tatsächlich noch geholt. Erstmal lässt er fallen, dann aber nachgreifen. Das bevor der Ball auf dem Boden ist hier. Nee, eben nicht. Der Ball war auf dem Boden, Leute. Ja, und das ist, na klar, das war der Touchdown für die Broncos, für die Ravens. Schönes Ding, schön gemacht auf Sanders und der holt sich hier den First Down. The catch is made, ihr hört's. Lieblingsstrategie momentan, 0-1 Trap, der Laufspielzug. Kein anderer Laufspielzug setzt Monty Ball so gut in Szene. Aber gut. Es gab eine 2-Minute-Warning, deswegen durften wir uns nochmal 9 aussuchen und wir suchen uns hier Power aus und es... Nein, klappt überhaupt nicht. Timeout hier von den Ravens. Und wir versuchen es hier mit der Inside-Zone. 2. und 14. Wir haben 4 Yards verloren, Freunde.
Und das von hier ist definitiv keine Kick-Range. Oh, schön gemacht. Holt sich hier ordentlich Yards. Sehr schön. Und das nächste Timeout der Ravens. Eins verbleibt noch, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die Schreie nach der Defense werden lauter. Ja, aber noch sieht's nicht so gut aus für Baltimore. Wir sind halt nur noch 2 Minuten zu spielen. Das nächste First Down haben wir. Oh, oh. Ist es Ball? Nein, es ist nicht Ball. Ball steht wieder auf. Es ist einer der Ravens, der da immer noch auf dem Boden liegt, sich jetzt den Rücken hält und schmerzverzerrt, mit schmerzverzerrtem Gesicht hier nach vorne krabbelt. Und da sehen wir ihn. Die Nummer 38 scheint hier ernsthaft verletzt zu sein. Sitzt auf der Bank, schafft es nicht mehr zu trainieren. Uiuiui, ja. Sind natürlich Gegner, aber Verletzungen sind niemals schön. Wir wünschen ihnen natürlich an dieser Stelle alles Gute. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Mannschaft dadurch geschwächt ist. Ja, das hat nicht so dolle funktioniert. Ein Yard sogar verloren. Und wir versuchen es mit einem Cross-Track. Und ich vermute mal, dass sie darauf nicht eingestellt sind. Na doch, ein Safety haben sie hinten. Aber das interessiert ihn nicht. Schön gemacht hier von Douglas. Oh, schön gemacht, Douglas. Schön gemacht. Ja, und jetzt natürlich das Ziel von uns, die Zeit so lange wie möglich laufen zu lassen. Deswegen verstehe ich den Neil auch nicht ganz. Aber gut. Die Zeit läuft weiter. Der Spielzug wird als Incomplete Pass gewertet. Und wir machen jetzt weiter mit unseren Laufspielzügen, ganz einfach aus dem Grund, weil wir dadurch halt gut die Zeit, ja, herunterlaufen lassen können. Und ihr seht es oben rechts in diesem silbernen Feld, 15 Sekunden haben wir noch. Wir lassen hier die Zeit langsam runterlaufen, schön gemacht vom Ball, holt sich hier nochmal ein paar Yards. Und die Zeit läuft weiter. Die Zeit, Freunde, läuft weiter. Und wir versuchen es noch einen Spielzug. Oh, ja, incomplete. 3 Sekunden noch. Schade. Da wird uns aufgeholfen. So muss es sein. Wir versuchen es noch ein letztes Mal mit einem Zero-One-Trap. Und dann ist das Spiel vorbei und wir gewinnen. Das ist natürlich das Wichtigste. Ja, das Spiel ist vorbei. Die Denver Broncos gewinnen hier gegen die Baltimore Ravens mit 9-7. Wurde letztendlich doch noch knapper, als mir lieb ist. Aber das spielt am Ende auch doch keine Rolle mehr. Und ja, wir sind weiter, Freunde. Wir haben unseren Angstgegner besiegt, die Baltimore Ravens. Und ich würde sagen, wir haben das zum ersten Mal richtig schön geschickt gemacht. Ein Interception geworfen. Na gut, ärgerlich, aber ansonsten... ja, viele Wechsel zwischen Lauf- und Passspielzügen, was den Gegner eigentlich unmöglich gemacht hat, sich auf irgendwas einzustellen. Und man hat es auch immer wieder gesehen, wie oft sie Probleme hatten mit den Laufspielzügen von Ball. Ja, das haben wir ausgenutzt letztendlich. Dazu kamen dann natürlich noch die guten Kicks von, ich habe glaube ich immer Chris gesagt, aber er heißt natürlich Matt Prater, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und ja, bin durchaus zufrieden, 73,3 Yards, okay. Monty Ball, 18 Carries, 102 Yards gelaufen. Die Marius Thomas, 2 Receives, 15 Yards. Harry Douglas, 30 Receives, 50 Yards and more. Ja, wie gesagt, wir können definitiv zufrieden sein, beenden jetzt das Spiel. Und dann zeige ich noch, welche Mannschaften ebenfalls noch im Spiel sind, im den Playoffs, und dann soll es das auch gewesen sein für heute. Die Zeit, ja, sieht gut aus. Ah. So, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Oder auch nicht? Ja, können wir nicht. Okay, ärgerlich. Wo können wir jetzt ankommen? Vielleicht, naja gut, dann müssen wir hier vielleicht die Week advancen.
Und wir wollen den Super Bowl, Leute. Und wir sind so nah dran. Das glaubt ihr nicht. Ist das etwa schon das Finale? AFC Championship. Ja, was heißt das jetzt? League. Legacy Leaderboard. Das glaube ich, brauchen wir gar nicht gucken. Wir tun es jetzt einfach trotzdem mal. Brady. Ein genialer Quarterback. Drei Super Bowls. Wir haben einen Yearly Award bekommen. Habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Wir wurden zum Spieler des Jahres gewählt. Na, wie geil ist das denn, Freunde? Ist das geil? Haha, saugeil. So, wir gucken mal auf den Terminplan, aber ich glaube nicht, dass es großartig was ändert. Nee, denn da sehen wir auch wieder nur die Preseason League. Ah. Wir sind in den Conference Playoffs immer noch und wir sind im Halbfinale gegen die Bengals. Und die andere Partie sind die Seattle Seahawks gegen die Minnesota Vikings. Also beides natürlich schwierige Mannschaften, aber beide Mannschaften haben wir auch schon besiegt. Also von daher, alles ist möglich, Freunde. Wir müssen eigentlich, ja, schauen, dass wir das nächste Spiel hier gewinnen. Und dann mal sehen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und ansonsten sage ich, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Nation Zero. Ciao, ciao.